Na denn, lineare Funktionen in der Praxis. Wir hatten ja die allgemeine Schreibweise für lineare Funktionen so gewählt. F von x ist gleich m mal x plus n, wobei m der Anstieg ist, also Anstieg, und darauf gehen wir dann besonders ein, und n ist das sogenannte absolute Glied, beziehungsweise, absolutes Glied, beziehungsweise man kann auch sagen, y-Achsenabschnitt. Auf diese Bedeutung kommen wir jetzt gleich zu sprechen und dann geht das los. Das hieß aber in der allgemeinen Darstellungsweise, ich mache das jetzt mal ganz luschig, Achsenkreuz x, Einteilung y bzw. f von x hätte ich auch anschreiben können. Ich wähle mal die und mal die Schreibweise. Jetzt mache ich mal hier schnell, wähle ich mal schnell einen Graphen, der ungefähr so aussieht. Und wir machen Folgendes, wir wollen mal bestimmen, wie müsste diese Funktion im Speziellen dann heißen. Das heißt, da wir hier das absolute Glied, den y-Achsenabschnitt schon geliefert bekommen haben, haben wir schon mal unser plus 1, wäre es hier, dann wäre es minus 1 oder minus 2 und so weiter, die Werte, die kennen wir. Und wir wissen auch, dass das heißen muss x und dass das heißen muss f von x. So, jetzt geht es bloß noch um unser m. Und m bestimmen wir so, indem wir, das mache ich jetzt nochmal mit einer anderen Farbe, indem wir sagen, wenn ich so und so viel nach rechts gehe, und zwar so viel, wie groß wird sich dann der y-Wert daraus ergeben? Das ist mir hier zu klein, also sage ich, ich gehe mal ein bisschen weiter. Ich gehe mal 2 nach rechts und man kann ungefähr sagen, das wäre 1 hoch. Ne? Ich schreibe mal 1 hoch dran. Wenn ich also 2 dahin gehe, dann kann ich sagen, unterm Bruchstrich kann ich schon mal 2 schreiben und 1 hoch. Und schon habe ich ein halb x. So kann man ganz einwandfrei und leicht den Anstieg einer linearen Funktion bestimmen. Aber nicht nur bei einer linearen Funktion ist es so, sondern das geht auch bei anderen Funktionen. Werden wir dann später noch sehen. Also ein halb x hier, das kleine, das wäre mir zu klein. Ein nach rechts, ein halb nach oben, ergibt das gleiche. Ich mache das einfach, indem ich etwas Größeres nehme, damit ich das besser ablesen kann. Und jetzt mal vorausgesetzt, ich hätte hier wirklich genaue Punkte, dann wäre das so gegangen. Jetzt zur Praxis. Und zwar, wir gehen jetzt mal nicht so allgemein dahin, sondern wir sagen mal, ich mache mal ganz kurze Pause und zeichne. So, ich habe es jetzt gemalt und nebenbei bin ich auch auf andere Sachen eingegangen. Jetzt machen wir das mal so. Also, ich habe hier mein Achsenkreuz und ich wähle mal das hier als meine Einheiten. Ja, aber vielleicht bin ich mit meinen Einsen gar nicht richtig. Das heißt, ich nehme die nochmal zurück. Wenn ich zum Beispiel sage, ich lasse eine bestimmte Zeit t in Sekunden vergehen und ich betrachte ein vorbeifahrendes Auto und dieses Auto legt einen bestimmten Weg s, in Metern nehmen wir es mal an, zurück, dann wäre das wahrscheinlich ungünstig, denn ein Auto ist relativ schnell. In einer Sekunde kann so ein Auto durchaus mal 25 Meter fahren. Oder es kann mir passieren, dass ich sage, naja, ist ja ganz hübsch, aber ich habe leider nur immer solche Abstände von 0,8 Sekunden gemessen. Das heißt, hier an der Stelle wäre dann, lässt sich jetzt schlecht malen, 1,6 Sekunden und so weiter und so fort. Also immer 0,8 Sekunden Abstände. Und ich habe hier zum Beispiel die Erfahrung, dass das Auto in 0,8 Sekunden 5 Meter zurückgelegt hat. Das heißt also, jeder Strich ist jetzt hier mal was anderes wert. Und da wird es scheinbar schwierig, dann wirklich zu sagen, ich habe jetzt so und so viele Möglichkeiten, meinen Steigungsdreieck zu bestimmen. Dass es aber trotzdem leicht geht, möchte ich gleich beweisen. So, wir hatten das in Physik zum Beispiel gemacht. Wir hatten also in Abständen von 5 Metern haben wir Schüler aufgestellt, die dann gemessen haben, wie schnell ist das Auto. Und alle haben gesagt, jawohl, 0,81, 0,78, 0,82, 0,8 und so weiter. Also immer im Wesentlichen 0,8 Sekunden für diese 5 Meter Abstände gebraucht. Dann kann ich sagen, gut, okay, das Auto. Als wir angefangen haben zu messen, hat es noch keinen Weg zurückgelegt. Dann kam das Auto am ersten vorbei, am zweiten vorbei, am dritten vorbei und so weiter. Jetzt sieht das ja aus, als wenn ich sagen würde, hier, ich hätte einen Anstieg 1. Ne? Wenn ich hier einen Anstieg 1 wähle, dann habe ich hier 45 Grad. Dann bedeutet das ein m von 1.
Jetzt sieht das hier ja auch so aus. Das ist aber nicht wahr. Denn 0,8 und 5, das ergibt niemals 1. Egal, wie rum ich das versuche zu teilen. Gut. Jetzt, wie komme ich jetzt trotzdem auf mein Steigungsdreieck? Ich kann 1 sagen. Da bin ich mir schon mal sicher. Ich kann sagen, f von x, das ist jetzt gestorben. Ich mache das jetzt anders. Ich sage, s ist abhängig von t. Nochmal. F ist abhängig von x, hieß es. Aber wir sagen jetzt dazu, s ist abhängig von t. Ist gleich, tja, jetzt komme ich auf meinen Steigungsdreieck gleich zu sprechen. Und jetzt sage ich nicht x, sondern t. Ich nehme den Anstieg, den ich gleich ermitteln werde, mal t. Und da wir hier beim y-Achsenabschnitt 0 sind, kann ich hier ganz still dahinter schreiben plus 0. Ich lasse die 0 jetzt mal stehen, obwohl die eigentlich Schmuck am Nachthemd ist. Aber wie komme ich auf meinen Steigungsdreieck? Und da machen wir das mal so, dass wir sagen, naja, gut, ich gehe ein Stück nach rechts und ermittle, wie weit komme ich dann von da aus nach oben, um wieder auf den Punkt zu landen. Das Stück nach rechts heißt, so wie bei f von x, ich schreibe einfach meine 0,8 Sekunden drunter. Und das Stück nach oben heißt, ich schreibe 5 Meter. Das ist schon der Anstieg. 5 Meter pro 0,8 Sekunden. Natürlich ist das jetzt ein bisschen ungünstig. Wir machen mal eine Nebenrechnung, damit wir einen glatteren Anstieg hinkriegen. Also 5 durch 0,8. Wie könnte man das erweitern? So dass ich wunderbar durch 10 oder durch 100 oder durch 1000 teilen kann. Ich nehme die ganze Sache vielleicht mal 125. Wenn ich mit 125 hier unten erweitere, das ist jetzt einfach bloß ein Rechentrick, um den Anstieg ein bisschen schicker hinzubekommen, dann habe ich 0,8 mal 125. 8 mal 125 wäre 1000, also ist es 100. Das ergibt also unterm Bruchstrich Hundertstel. Und 5 mal 125 sind 625. 625 durch 100 teilen heißt 6,25. Ich kann also s von t so schreiben, s von t ist gleich 6,25 mal t. Und das plus 0 lasse ich jetzt weg. Ich habe also ein Steigungsdreieck gebildet, obwohl ich krumme Werte habe. Das geht nämlich ganz genauso. Und mit diesem Steigungsdreieck kann ich den Anstieg direkt ermitteln. Ich könnte ihn auch so wie in Pink so stehen lassen, ist aber nicht günstig. Und ich sehe noch was. 5 Meter geteilt durch 0,8 Sekunden, muss ich jetzt korrekterweise eigentlich sagen, nee. Und das bietet sich sogar an, dass ich sage, das ist 6,25 Meter pro Sekunde mal t. Wenn ich das jetzt, diese Formel s von t, wenn ich die mir jetzt genau angucke, dann sehe ich Folgendes, ganz nebenbei für Physik. 6,25 Meter pro Sekunde, Meter pro Sekunde ist die Einheit für Geschwindigkeit, das heißt also, da steht nichts anderes als 6,25 Meter pro Sekunde legt das Auto in jeder echten Sekunde zurück. Ich könnte auch sagen, das hat eine Geschwindigkeit von 5 Meter pro 0,8 Sekunden, aber das sagt man ja nicht. Wenn ich das habe, kann ich das auch ausprobieren, ob das in der Praxis so funktioniert. Wir kennen alle die Formel, mache ich mal in dunkelblau. V ist gleich S durch T. Bis dahin ist das nett. Da steckt mein V drin. Aber ich wollte ja eigentlich was anderes haben. Ich wollte ja S in Abhängigkeit von T ermitteln. Dann muss ich das umstellen, indem ich sage mal T. Dann ergibt sich V mal T ist gleich S. Wenn ich das mal umdrehe, dieses V mal T ist gleich S. Ich schreibe das jetzt mal so hin. S ist gleich V mal T. Und schon entdecken wir was. Nämlich hier, das mache ich mal gehighlightet. Hier ist mein V. Und siehe da, hier steckt mein V drin. Und S in Abhängigkeit von T schreibe ich sonst in der Physik ganz einfach als S ist gleich. Das erscheint jetzt vielleicht umständlich. Aber wenn ich lerne, mit solchen Funktionen umzugehen, dann kann ich sie auch in der Praxis entsprechend anwenden. Und wir werden dann noch viel schickere Anwendungsmöglichkeiten haben. Jetzt mache ich erstmal eine Pause, damit wir das durchdiskutieren können und eventuelle Fragen noch mit einbauen. So, wir haben jetzt noch einige Fragen geklärt. Nochmal. Das Spannende ist ja, normalerweise sagen wir in unserem herkömmlichen System, der Abstand ist grundsätzlich 1,
Oder 10, also immer schöne glatte Abstände, die sich schön durcheinander teilen lassen. Aber die Praxis ist anders. Und das Schicke an unserem Verfahren ist folgendes. Wenn ich in der Praxis Messwerte hier eintrage, und die sind nicht immer 1 vom Wert her, ob eine Sekunde, 1 Euro, 1 Kilo, jetzt egal, sondern die können durchaus 0,8 lang sein. Und hier 5 oder 5,42 oder sonst was, weiß der Kuckuck. Dann kann ich trotzdem ein Steigungsdreieck ermitteln, indem ich ganz eiskalt hier oben was eintrage. Und am besten sogar mit Maßeinheit, dann bedeutet das, ich habe automatisch die Geschwindigkeit mitgeliefert bekommen, wenn ich das entsprechend mit dem Taschenrechner oder hier durch einen kleinen Trick mal so anpassen kann. Nochmal, Steigungsdreiecke lassen sich überall ermitteln, indem ich ganz ruhig ablese, ich gehe 0,8 Sekunden in diesem Fall nach rechts und kann 5 Meter nach oben gehen. Es kann auch umgekehrt sein. Dann habe ich also mein Steigungsdreieck automatisch ermittelt. Ich mache jetzt hier an der Stelle mal Schluss, wir machen einen anderen Video weiter. So, bevor wir das Video abschließen, folgende Übung. Wer das machen will, ich hatte einen Windhund früher. Ich bin mit dem Moped ziemlich schnell gefahren. Ich möchte jetzt mal die Werte alle nicht verraten und habe mir jetzt mal die Werte umgerechnet. Der konnte 20 Meter in 0,9 Sekunden zurücklegen. Das heißt, der hat mich überholt, ganz locker, aber richtig locker. Und ich war schon sehr schnell. Also der Windhund konnte in 0,9 Sekunden 20 Meter zurücklegen. Das war wirklich schnell. Die Übung heißt, der Graph und die Funktionsvorschrift ist zu ermitteln. Funktionsvorschrift machen wir über Steigungsdreieck. Ich würde jetzt erstmal anfangen mit dem Graphen. Also ich würde mir ein paar markante Merkmale hier einbasteln. Und jedem dürfte klar sein nach den vorherigen Ausführungen, dass ich hier keine 1 ranschreiben kann. Das geht nicht. Und dass ich hier auch nicht einfach an diese Ordinate, kann ich ja jetzt in diesem Fall sagen, also abszissenmäßig, werden hier keine Einsen stehen und hier werden an der Ordinate höchstwahrscheinlich auch keine Einsen stehen. Jetzt macht mal. Also, das heißt, dieses Verfahren von hier anwenden auf das Beispiel Windhund und dann werden wir mal schauen. Wir melden uns dann mit der Lösung wieder. Wir nehmen mal 18 Meter, weil damit man sich jetzt bei so einer Übung nicht gleich einen Wolf rechnet zu anfangen, deswegen 18 Meter ist besser. So, schön, das hat eine Schülerin gemacht und zwar hat sie gesagt, na und? Wenn das die Messwerte sind, das hier, wenn das hier Messwerte sind, ja, dann trage ich sie hier eiskalt ran. Dann steht eben 0,9 Sekunden. T in Sekunden, S in Metern. Und hier 18 Meter. Ich habe ja nichts anderes, also muss ich 0,9 und 18 nehmen. Herrje. Aber das Schicke ist, wir wissen ja, man kann ja das Steigungsdreieck ermitteln, indem man sagt, ich gehe 0,9 Sekunden nach rechts, das ergibt mir einen Wegzuwachs von 18 Metern. Das gleiche kann ich auch von hier machen. Also, ich deute es mal kurz an. Ich könnte auch sagen, ich gehe von den 0,9 Sekunden nochmal 0,9 Sekunden nach rechts hier und erhalte einen weiteren Zuwachs von 18 Metern. Demzufolge ordne ich das hier an. Was wir nach rechts gehen, kommt unter den Bruchstrich und was wir gewonnen haben, kommt oben auf den Bruchstrich drauf und das Ganze mal T. Also S ist abhängig von T durch, dem ich 18 Meter durch 0,9 Sekunden teile, mal T. Jetzt könnte man eine Nebenrechnung machen, machen wir die schnell nochmal. 18 durch 0,9 ist nicht schlimm. Ich sage ganz einfach, ich nehme mal 10, oben und unten. Ich erweitere also hätte ich hier 180 Neuntel und das sind 20. Also kann meine Formel auch so heißen, meine Funktionsvorschrift, S von T ist gleich, und jetzt sage ich gleich 180 durch 9 ist 20 Meter pro Sekunde mal T. Wunderbar, nicht schlecht. So, ich mache das Video jetzt dicht und dann können wir an der entsprechenden Stelle nochmal weitermachen.